Hallo zusammen zu einer neuen Folge von That's Life, ausnahmsweise mal vom elterlichen Balkon, inklusive einem Amselnest hier über meiner rechten Schulter. Ich bin Vater geworden. Ja, warum sitze ich hier draußen? Ganz einfach, der Sommer ist endlich da, die WM steht vor der Tür, deswegen wird wieder fleißig gegrillt. Und für die aktuelle Folge habe ich mir mal den garantiert leichtesten, aber trotzdem sehr leckeren Nudelsalat der Welt ausgesucht. Legen wir los! So, das wird jetzt garantiert ein verdammt kurzes Video, denn wie gesagt, das ist ein verflucht einfacher Nudelsalat. Man braucht nur ganz wenige Zutaten dazu. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, weil wie man Nudeln kocht, das dürfte ja hinlänglich bekannt sein. Ich habe hier mal 500 Gramm Nudeln mal vorbereitet. Die sollte man auch vorher einfach mal abkühlen lassen, aber auf jeden Fall mit ein kleines bisschen Olivenöl tränken und umrühren, damit die Nudeln nicht zusammenkleben, wenn sie abkühlen. Und die Hauptzutat für diesen einfachsten Nudelsalat der Welt ist Fleischsalat, wie man ihn in jedem Supermarkt bekommt. Und das Rezept ist denkbar einfach. So viel Fleischsalat zu den Nudeln, wie man Nudeln hat. Ich habe hier 500 Gramm Nudeln gekocht, also kommen 500 Gramm Fleischsalat mit hinein. Aber so einfach der Salat ist, das wäre dann doch ein bisschen zu einfach. Deswegen kommen noch ein paar Zutaten extra mit rein. Nämlich Erbsen, zwei gute Hände voll. Ich habe mich jetzt hier, man kann auch Dosen Erbsen hernehmen. Ich habe mich jetzt hier mal für tiefgefrorene Erbsen entschieden, weil die so ein bisschen frischer schmecken, und zum Zweiten ist das eine kleine Win-Win-Situation, denn wenn man die gefrorenen Erbsen ebenfalls in die Schüssel tut, dann kühlen die Erbsen den Salat und tauen gleichzeitig auf. Eine Win-Win-Situation. Wie gesagt, perfekt. Last but not least kommt noch ein ordentlicher Schuss Essig in die Schüssel hinein, und mit ordentlich meine ich wirklich ordentlich. Da bitte nicht knauserig sein und auch durchaus ein bisschen nachwürzen, wenn es immer noch ein bisschen zu wenig ist, und dann wird fleißig umgerührt. Dann einfach schön ordentlich vermengen, bis alles schön vermischt ist und einen richtig tollen Salat ergibt. Und als geschmackliches Sahnehäubchen obendrauf nehme ich immer noch ganz gern, um dem ein bisschen mediterranen Touch zu verpassen, frischen Basilikum. Da einfach ein paar Blätter abzupfen vom Strauch und entweder mit einem Messer auf einem Brett klein schnibbeln, oder was ich gern mache, ist einfach grob mit den Händen zerreißen und mit in den Salat geben. Und das jetzt am besten tatsächlich am Ende, wenn man durchgerührt hat, machen, denn sonst wird er doch ein bisschen zu arg durchgerührt, dieser frische Basilikum, und das wollen wir ja nicht. Deswegen das am Ende tun und dann einfach nochmal ganz kurz umrühren, und schon ist der Salat fertig. So, fertig ist der Nudelsalat. Jetzt noch zu Dekozwecken Basilikumröschen obendrauf. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Der tatsächlich einfachste Nudelsalat der Welt. Jetzt ab damit in den Kühlschrank, warten, bis die Gäste kommen, und dann kann losgegrillert werden. Viel Spaß damit!